Nicht nur meine kleine Seite hat vor ein paar Tagen seinen ersten Geburtstag gefeiert. Nein, auch MyFreeZoo, genau das Spiel, das ich jetzt hier gerade Let's Play, was ihr gerade seht. Hallihallo. Feiert seinen zweiten Geburtstag anscheinend. Happy, happy Birthday natürlich. MyFreeZoo, der Abtürs, oder wie man es auch immer bezeichnen will. Bieten wir euch vom 6. Februar bis 11. eine ganz spezielle Geschenkwoche. Loggt euch jeden Tag. Ich glaube, ich habe mich wirklich jeden Tag eingeloggt. Ich weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ja, heute haben wir schon den 11. Februar. Krass, also heute ist der letzte Tag. Herrlich. Okay. Mal schauen, ob ich mich überhaupt jeden Tag. Dankeschön, Amelia. Hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Für die Hilfen helfe ich natürlich auch immer wieder gern zurück. So, jetzt hier einmal Booster wieder öffnen. Das ist immer herrlich. So, das genieße ich jedes Mal. Ziergras. Hortensie. Bankholz einfach und Hasen. Karten einlösen. Gut, naja, ich habe, wie ihr es vielleicht seht, wenn ihr zufälligerweise meinen letzten Part auch gesehen habt, dann wisst ihr, mein Ziel ist ja unbedingt, nachdem ich jetzt hier Level 12 das letzte Mal aufgestiegen bin, und man sieht es an meinen Levelbalken, ich habe einiges auch getan, also ich bin, habe nicht unbedingt faul auf dem Sofa gelegen und nichts getan, sondern hier auch ein bisschen geackert und gerackert, um hier weiter vorzukommen. Sonst muss ich ja leider immer gestehen, aus zeitigen Gründen habe ich das, was ich eigentlich wirklich mache, selber im Spiel immer nur im Let's Play getan. Also so selber offline gespielt habe ich fast nie die Zeit gehabt dafür, aber jetzt ein bisschen auch hier was getan. Um mir auch die 100.000 Zo-Dollar, die ich ja benötige, die Hälfte habe ich jetzt hier bald, also 45.000, für dieses Zuchtzentrum. Das ist ja mein großes Ziel. Und wer weiß, also wenn es weiterhin so gut läuft, würde ich sagen, vielleicht schon das nächste Mal. Da will ich mir jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich noch hinausfalle. Wo aber übernächstes Mal, denke ich mal, könnte schon drin sein, wenn ich weiter hier so acker und racke. Kann ich mir dann auch dieses Zuchtzentrum dafür nicht mehr und weniger, sondern 100.000 Zo-Dollar kostet das ja. Dann auch zulegen. Das ist mein großes Ziel mal. Ich hoffe, das lohnt sich überhaupt. Darauf hinzuackern. Ihr seid ja sichere größere Experten als ich. Und könnt mir das sicher mitteilen. Ja, denke mal. Könnt euch vielleicht auch besser aus als ich in einigen Teilen hier noch im Spiel. Was ist das eigentlich? Info über den lustigen Hasen beim Kauf von. Ah, Mann. Kauf hier was, kauf da was, kauf hier was, kauf da was. Gleisen free to play. Von daher, ja, ist es das logisch, dass dann niemand mal sowas hier kommt. Irgendwann ist man mal im Spiel drinnen besessen, das Spiel fesselt einen richtig. Und dann war es das mit dem free to play, aber naja, wo ist das nicht so? Welchen Free-to-Play unter Anführungszeichen immer gesagt und gesetzt. Naja, aber witzig ist es ja. Von daher, Hobbys kosten auch Geld, muss man sagen, ja. So. Och, du hast nicht genug Zoda, um das zu. Will ich ja gar nicht kaufen. Mensch, das ist nicht so Bank. Das will ich ja gar nicht kaufen, wenn mich hier verklickt. Weitere Fläche ist dann auch ein Ziel, aber das erst nachher. Zuerst mal das Zuchtzentrum und dann möglicherweise mehr Fläche. So ist die Vorgangsweise ist bei mir. Einigermaßen zumindest so. In dieser Art. Ja, gut. Also mal kurz hier reingucken. Genau. Das war ich. Also die Zuchtstation. Die muss ich fertigstellen. Dann ist dieser Typ hier auch wieder happy und wir sind alle glücklich zufrieden. Wie viel fehlt mir jetzt noch zum nächsten Level? Naja, 4.500. Denke mal. Nächste Mal steige ich vielleicht auch schon auf dann. Einzig ist eben, kann eben sein, wenn ich offline einiges mache, steige ich offline auf und ich kann es euch leider nicht im Live, werde mich dann im Video dann zeigen, aber ja, das müsste dann so verschmerzt sein. Aber ich berichte natürlich, was ich da dann Neues hatte. Gut, jetzt allerdings natürlich helfe ich auch hier gerne Amelia. Auch wenn mir geholfen wird, dann helfe ich auch gerne zurück. Keine Frage. Ach, Terry, ja, da wollte ich gar nicht reingehen. Das muss ich ja gar nicht machen hier, aber das. Schaut, so ist das Auge hier. Das ist ein Auge. Huch, das ist gruselig. Aber wow. Also wirklich ein toller Zoo, muss man sagen. Hier parkt es noch ein bisschen herum. Hier wird das Ding noch nicht angezeigt. Aber gut. Jetzt kommt es langsam. Sieht dann immer so witzig aus, als wäre hier kein Gehege herum. Aber das braucht immer so seine Zeit, bis es mal halbwegs dann geladen hat. Gut. So, drei Aufgaben noch. Das ist wirklich grandioser Zoo, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr schön aus. Davon kann ich nur träumen. Bin ich noch. Den ein oder anderen Part Let's Play davon entfernt, vielleicht so ein Zoo auch zu haben. Also das ist schon ein Vorbild, muss ich sagen, für mich. Schon nicht schlecht. Das so, du hast sehr geholfen. Das freut mich aber. Okay, jetzt kann ich jetzt mein Zoo
wieder zurückkehren, glaube ich. Denke ich. 55 Besucher. Ist auch nicht schlecht. Ja, zurück zu meinen kleinen Zoo. Okay. Gut. So, was bringt mir eigentlich außer die Sterne, die ich ja immer heute gesammelte Freundschaftssterne? Ist natürlich auch die Frage, was bringen mir das eigentlich immer? Also, ich helfe ja immer hier gerne. Mir wird immer gerne geholfen mit den Sternen. Freunde können sich gegenseitig blablabla, so außer sich beschenken und auseinander besuchen. Das nächste beschenken könnte ich hier eigentlich auch. Ich werde auch immer beschenkt, teilweise, was ich mich auch sehr freut, wo ich auch Danke sage. Zum Beispiel hier Benji. Wo kann ich da jetzt was verschenken, ist die Frage. Ich würde ja gerne was verschenken, aber ich habe bis jetzt noch nie was verschenkt, muss ich leider sagen. Von daher weiß ich auch nicht. Sterne und ich besuche dein Zoo und ich bin dort. Okay. Ja, mache ich jetzt. Oder sollte ich jetzt machen, natürlich. Mir wird auch immer geholfen. Von daher, warum denn nicht? Okay. Mensch. Kann ich jetzt in den Zoo besuchen? Jetzt habe ich auf den Stern geklickt, da wird es nicht hier. Zoo besuchen. Lade zu. Und da sind wir schon angelangt. Immer diese 10 Aufgaben, die wir hier zu erfüllen haben. Auch hier in diesem Fall wieder. Häschen, hier wieder gießen. Och. Ist das schon eine Zugstation? Ah, Verwaltungsgebäude, genau. Zum Verwechseln ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich. Hoch zwei Zebras, auch nicht schlecht. Und wo habe ich das übersehen? Genau hier. So, sehr geholfen. Das freut mich. Und zurück zu meinem Zoo. Ich kann hier, glaube ich, auch noch hier eine Freundschaftsanfrage annehmen. Ich habe hier noch ein Plätzchen frei für jemanden. Also, wer Lust drauf hat, wer Bock drauf hat, gerne einfach mal hier adden. Nick ist Mega Game Freak LP. Stehen da. Genau hier. Dann wird er nicht ganz angezeigt. Das ist auch herrlich. Aber naja, steht auch immer in der Videobeschreibung, also von daher. Kassenwart-Team. Gärtner-Team. Hey, wo habe ich denn das alles her? Ha! Das ist auch nicht schlecht. Für 7 Tage werde ich dein Müll in dein Zoo aufsammeln lässt. Cool. Ich meine, ich find's toll, aber ich weiß nicht, woher ich den jetzt hier habe. Mitarbeiter einstellen. Stellen wir mal einen Mitarbeiter ein. Hier kostenlos. Na genial, du. Herrlich. Ja, stellen wir dich mal ein. 7 Tage. Und dann Müllmann natürlich auch noch. Und dann stellen wir noch ein. Einen haben wir ja noch. Gärtner, Müllmann und der Kassenwart. Hier ist er kostenlos. Ach, hier kann ich es wahrscheinlich für noch mehr kaufen. Sonst kosten die ja Diamanten. Und ich frage mich wirklich, wo ich die jetzt auf einmal hierher habe. Aber ganz ehrlich. Beschweren will ich mich da nicht unter. Da rennt der Gärtner schon wieder um und um. Der rennt hier um und um, wo keine einzige Pflanze ist. Herrlich. Wo rennen die anderen um? Hier, gießen, gießen. Na, schauen wir mal. Läuft der da jetzt hin? Wo ist der Gärtner? Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Ist der Gärtner, der müsste hier gießen. Ach, da kommt einer. Da kommt einer. Und gießt er jetzt? Ah, gießt wirklich. Ah, wirklich. Genial. Hey, nicht schlecht. Ich muss nichts mehr tun. Eine Woche kann ich mit dir zurücklehnen. Und es einfach genießen, weil ich habe meine 3, die holen auch um das Geld ab, das ist überhaupt das Beste. Und ich muss nichts tun. Wow, das ist herrlich. Das ist herrlich. Was haben wir hier noch? Genau, die Hasen, da habe ich genügend Hasen, aber ja, weiß nicht, wo ich hin nicht jetzt unbedingt hinschmeißen sollte. Dieses Gebäude will ich nicht, da passen keine Hasen mehr rein. Und naja, was willst du machen? Was kann ich hier eigentlich sonst noch so machen, außer eben dann Zuchtzentrum kann ich öffnen. Kann ich sonst irgendwas hier tun? Nee. Den Hasen drehen. Drehen das Tier. Ha. Kannst du wirklich drehen? Drehen sie die nicht von alleine? Da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber gut. Also, ganz interessant. Ich habe jetzt hier ein tolles Team. Also, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, die Show genießen. Und ich hoffe, ihr habt euch auch lässig zurückgelehnt. Euch hat das Video einigermaßen gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ein Abo dalassen. Schleichwerbung genug. Daumen nach hoch auch noch bitte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.